20 westliche Staaten, darunter auch Deutschland, beteiligen sich derzeit an einem Kraftakt, der auf seine Art an die legendäre Berliner Luftbrücke erinnert. Aber diesmal geht es nicht um Lebensmittel und Briketts. Es gilt, in einem Rennen gegen die Zeit so viele Waffen an die ukrainische Armee zu liefern, dass sie diese auch noch gegen den russischen Vormarsch in ihrem Land nutzen kann. Die Logistik für diese Waffenlieferungen läuft in erster Linie über die NATO-Staaten Rumänien und Polen, die direkt an die Ukraine grenzen. Unsere französischen Kollegen von France Télévisions haben den streng geheim gehaltenen Betrieb auf einem polnischen Flughafen beobachtet. Hier ihr Bericht. Es ist eine Luftbrücke. Bis zu 18 Großraumflugzeuge landen hier pro Tag. An Bord tonnenweise Waffen und militärische Ausrüstung. Über diese Basis in Polen werden die von 20 westlichen Staaten der ukrainischen Armee versprochenen Lieferungen umgeschlagen. Raketenwerfer zum Einsatz gegen Panzer, Sturmgewehre, Flugabwehrraketen, Munition, aber auch Lebensmittelrationen. Die Operation läuft rund um die Uhr mit der größtmöglichen Diskretion. Unmöglich genau zu wissen, was in diesen Containern ist, die von französischen Militärlastern transportiert werden. Die Lieferungen verlassen dann die Basis in einem Konvoi von 20 Fahrzeugen Richtung Ukraine. Ziel der Aktion, die vor allem von NATO-Staaten koordiniert wird, ist es, die Ukraine gegen die größere und besser ausgerüstete russische Armee zu unterstützen. Alle halbe Stunde landet hier ein Flugzeug. Maschinen, die wir hier nie zuvor gesehen haben. Für uns ist das völlig neu. Laut US-Verteidigungsministerium ist die Militärhilfe wirksam und verlangsamt den Vormarsch der russischen Armee. Dennoch ist für die NATO klar, darüber hinaus wird es kein weiteres Engagement geben. Da muss man vorsichtig mit Prognosen sein. Wir können nur eines feststellen, bis jetzt hat es unterschiedliche Reaktionen auf Waffenlieferungen durch Russland gegeben. Man kann sich natürlich immer angucken, was wird denn im russischen Fernsehen gezeigt. Das sind hauptsächlich Waffen, die einem Angreifer wie Russland wehtun könnten. Das waren zum Beispiel diese Luftabwehrraketen, die Bodenluftraketen, die von Großbritannien geliefert wurden. Die wurden mit einem sehr kritischen Blick gezeigt überhaupt. Kann ich bitten, den Ton im Studio runterzudrehen, weil ich irgendwie noch einen Rückton habe. Vielen herzlichen Dank. Und dann gibt es Lieferungen, die vollständig an der russischen Öffentlichkeit, und darauf kommt es ja auch eigentlich an, vorbeigingen. Die wurden gar nicht erwähnt. Bis jetzt war es so, alles, was den russischen Vormarsch stoppen konnte, wurde erwähnt, aber kritisch erwähnt. Aber es gab keine offiziellen Reaktionen. Solange das so bleibt, glaube ich, wird man nicht von einem Angriff der NATO sprechen und von einer Einmischung der NATO, die, das wissen wir ja alle von russischer Seite, größere Reaktionen zur Folge hätte. Lassen Sie uns jetzt mal auf die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine schauen, die aktuell laufen, auf abgesandten Ebene momentan noch. Was wissen wir da über den Stand der Gespräche? Ich glaube, ehrlich gesagt, da sieht es sehr, sehr schlecht aus. Ich habe Wladimir Medinsky im russischen Fernsehen eben gesehen. Das ist der Chefunterhändler, der da geschaltet wurde. Der sagt, das ist eigentlich keinerlei Fortschritt zu verzeichnen. Die ukrainische Seite würde Zivilisten als humanitäre Schilde benutzen. Gerade eben war auch noch Maria Sacharowa vom russischen Außenministerium zu sehen. Wenn die zu sehen ist, ist es immer ein ganz schlechtes Zeichen. Auch die hat noch mal ganz kritische Sätze in Richtung Kiew gesagt. Man könne eigentlich nicht mit jemandem verhandeln, der von Nazi-Politikern regiert wurde. So war die Formulierung. Und das, was da gerade passierte, wäre auf dem Rücken der ukrainischen Bevölkerung. Also das ist die russische Sichtweise. Die ukrainische Sichtweise ist naturgemäß eine ganz andere. Ich glaube aber nicht, dass die Verhandlungen, die wir da heute beginnen haben, sehen, auch wirklich zu irgendeinem Resultat kommen. Warum ist es aber so schwer, die Hilfskorridore, um die es ja zuletzt ging, zu öffnen? Gucken Sie, zum einen werfen sich beide Seiten vor, diese Fluchtkorridore zu beschießen und zu missbrauchen. Zivilisten würden missbraucht. Das sind Vorwürfe, die gehen von rechts nach links. Zum anderen muss man sagen, dass Russland heute Morgen vorgeschlagen hat, Hilfskorridore zu öffnen und Leute im Zweifelsfall auch nach Russland und nach Belarus zu verbringen. Nach allem, was ich von den Leuten vor Ort gehört habe, von den Ukrainern, würde das eigentlich keiner haben wollen. Aber am schlimmsten, so hören wir, ist das absolute kategorische Nein der ukrainischen Unterhändler, die gesagt haben, auf keinen Fall liefern wir, ich zitiere, den Feinden auch noch unsere eigene Bevölkerung aus. Ich weiß nicht, was Menschen sagen würden, ob da nicht auch jemand irgendwie in Kiew, in Mariupol wäre, der sagte, ich gebe meinetwegen auch nach Russland, Hauptsache ich überlebe. Ich glaube aber, dass die ukrainische Seite das von vornherein als eine unannehmbare Bedingung empfunden hat.
Jetzt haben wir vorhin unseren Kollegen Olaf Bock aus dem Westen der Ukraine geschaltet. Dort hat es noch keine Angriffe gegeben, wohl aber sind die Menschen dort sehr ängstlich. Sind denn Angriffe zu befürchten, auch im Westen des Landes? Auch da muss man mit Prognosen, finde ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Wir können ja im Moment zusehen, wie sich die russische Armee in einer Zangenbewegung auf Kiew zubewegt. Das heißt, da ist ja die Armee, die noch vom Süden her vorrückt. Man versucht auch Kiew von Westen zu nehmen. Und sämtliche Militärexperten, die ich kenne, auch die russischen, gehen erstmal davon aus, dass die drei großen Städte Charkiw, Mariupol und Kiew genommen werden, bevor man weiterdenken kann. Das heißt, eigentlich konzentrieren sich jetzt auch, das ist das, was wir am Vormittag glauben, gesehen zu haben, die Kräfte auf den Marsch nach Kiew. Das würde es eigentlich relativ unwahrscheinlich machen, jetzt schon mit Angriffen im Westen der Ukraine zu rechnen. Aber ob das nicht mal früher oder später so sein kann, das kann natürlich kein Mensch ausschließen. Mhm. Russland blockiert ja im eigenen Land alle ausländischen Medien, so gut das irgendwie geht. Inwiefern ist dieser Krieg überhaupt Thema bei den Menschen in Russland? Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Wir sehen ja immer die wenigen Menschen, die in Moskau und St. Petersburg auf die Straßen gehen, 20, 100 ganz mutige Menschen, die dafür irgendwie Gefängnisstrafe und möglicherweise auch Geldstrafen riskieren. Aber das ist natürlich die absolute Ausnahme. Es gibt eine Umfrage vom Levada-Institut von vor 3 Tagen, die sagen 92%, ich glaube, so ist die Zahl der Russen, glaubt, dass Russland gerade die Ukraine von Nazis befreit. Das Hauptthema im russischen Fernsehen im Moment, das muss man sich vorstellen, da laufen auch Sondersendungen, ist, wie kriegt ein normaler russischer Bürger seine Kreditkarten vernünftig auf die Reihe, denn American Express ist gesperrt, Visa ist gesperrt, wir wissen ja alle die Sanktionen. Was tut man jetzt? Da werden also Ratschläge gegeben, aber natürlich sind die Menschen sauer, weil das gesamte Internet mit dem Handel zusammengebrochen ist. Man kann ja nichts mehr bestellen, man kann ja nichts mehr verkaufen. Auch die Russen sind da sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell da drin. Das ist alles komplett zusammengebrochen, aber die Wut dagegen richtet sich nicht gegen den Kreml, sondern die Wut richtet sich gegen den Westen, vor allem gegen die USA. Russisches Fernsehen sagt immer, das sind die Sanktionen, die uns die USA auferlegt hat. Die Europäer spielen da eigentlich weniger eine Rolle. Das heißt, eigentlich ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl der russischen Bevölkerung weiterhin hinter dieser Spezoperatio, dieser Spezialoperation in der Ukraine steht und nicht zu befürchten ist, wie auch immer man das bewerten mag, dass ein Aufstand im eigenen Land gegen den Kreml und dessen Führung abzusehen ist. Also ich glaube, da sollte man sich doch einige Illusionen auch wirklich sparen und sagen, realistischer Blick, in Russland steht eigentlich die Masse der Bevölkerung ganz klar hinter Wladimir Putin. Stefan Tschuchlik, danke, nach Köln.